x-Richtung, der andere ist in der y-Richtung, bekomme ich eine dieser Schuhfigur. Ich möchte es hier zeigen. Also ich habe, Sie sehen hier eine Schwingung, die in y-Richtung ist. Und eine Schwingung in x-Richtung. Und hier habe ich keine Phasendifferenz gehabt, das war eine gerade Phase. Jetzt habe ich aber eine Phasendifferenz von 45 Grad. Und ich bekomme hier eine Ellipse. Wo ich eine Phasendifferenz von 90 Grad. Das heißt, der eine schwingt durch und wenn der am Extrem ist, ist der andere im Mittelpunkt. Und wenn der am Extrem ist, der Mittelpunkt, dreht sich ein Kreis. Das war eine Phasenverschiebung von 135 Grad und die Ellipse geht auch so Richtung auf. Wir sehen immer, der eine Y-Richtung schwingt und der X-Richtung schwingt. Beide schwingen mit derselben Frequenz, aber mit einer unterschiedlichen Phase. Die Phasenverschiebung. Jetzt habe ich, was habe ich jetzt gemacht, damit die Frequenz geändert? Ja. Die Frequenz geändert. Ist die eine Frequenz doppelt so schnell wie die andere? Und jetzt mache ich eine Phasenverschiebung. Sehen Sie, es braucht sowohl die Veränderung der Frequenz als auch die Änderung der Phase. Macht was anderes. Also, sowas nennt man, wenn es schöne geschlossene Figuren sind, nennt man das nicht Schuhfiguren. Phasenverschiebung 90 Grad. Das ist ja immer die, man mit einer gewissen Frequenz, die unterschiedlich ist, doppelte Frequenz auf der einen Richtung, halbe Frequenz, also die Max auf der hier, kriegen Sie diese schöne feste Schuhfigur. Oder erst nach mehreren Frequenzen. Wir sehen also, ich habe dieses Ablets hier abgefilmt, ich habe einfach gespielt damit und habe hier einfach verschiedene Einstellungen ausprobiert, um zu schauen, was hier passiert. Das ist eine ganz nette Sache. Früher haben wir das mit Oszilloskopen gemacht, wir machen die Sache mit Oszilloskopen und echten Frequenzen natürlich. Am Computer geht es natürlich einfacher und wir haben jetzt ein Problem mit den Einstellungen der Stärken. Wir werden das jetzt am Oszilloskop auch gleich machen. Aber nur hier, hier sieht man eben, dass das wirklich zwei Schwingungen sind, die überlagert werden. Die eine ist langsam, die Y-Schwingung ist langsam und die X-Schwingung ist sehr, sehr schnell. So, dann zusammenfassen wir uns das und ich gehe wieder auf die. Ja, da haben wir wieder unsere beiden. Die wir starten mit der 90 Grad Phasenverschiebung und laden wir die eine auf der X-Achse, die andere auf der Y-Achse. Da haben wir, wie schon erwähnt, einen Kreis. Wenn ich jetzt die Phasenlage zwischen den beiden Schwingungen ändere, genau in Phase sind, das sollte eine Gerade sein. Das ist leider bei dir jetzt anders. Das ist so der Klammer mit dem Regler. Da haben wir genau 180 Grad Phasenverschiebung. Das ist irgendwo dazwischen. Und der Kreis ist genau bei 90 Grad. Jetzt lassen wir das einmal so und ändern wir eine der beiden Frequenzen. Ja, wir haben bei höheren Frequenzen kriegen wir dann schon wieder viel dazu. Da hätten wir Frequenzverhältnis 3 zu 3. Frequenz vielleicht.
passieren, das ist 2 zu 1 mit verschiedenen Phasenlängen. Das ist das, was wir vorher auch schon im Applet gesehen haben. 90 Grad. Das ist das Problem mit all diesen, Sachen, man kann hier, wenn man Lust und Laune hat, und Druckgenerator, kann man hier sehr viel, 5 zu 2, sehr lange spielen, bis man stabile Bilder kriegt. Ja. Dann vielleicht ein Bild, aber ich glaube, das kann ich momentan. Ja, das war ja nur zu zeigen, dass